Julia, du hast die erste Weltcup-Saison hinter dir und jetzt die Jugend-WM. Wie fühlt sich das an? Es war ein langer Winter, es war anstrengend, aber jetzt freue ich mich, dass ich die Saison so gut abgeschlossen habe. Du hast es abgeschlossen mit dem Sieg hier bei der Jugend-WM. Ja. Wie hat sich das heute für dich so entwickelt? Ja, im Achtelfinale habe ich nur so meine Probleme gehabt, aber ja, Viertelfinale, Halb und Finale habe ich dann souverän gewonnen und das freut mich natürlich. Du hast ja schon die Quali ganz souverän gewonnen. War das so dein Lauf heute? Ja, eigentlich könnte man nicht so entgegen, weil das flache und das gerade mag ich nicht so, eher kurvig, aber ich habe das Beste draus gemacht und ja. Die Ski sind anscheinend auch gegangen, oder? Ja, klar. Herbert, der macht die besten Ski. Okay, super.